Hallihallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal PC-Check zu einem neuen Video. Heute mal wieder Agando Whatever You Want mit dem Agando Agua 3626R5 Shard für 879,90 €, sprich unter 1000 Euro. Es ist immer ziemlich schwierig, solche Systeme zu bekommen, die auch einigermaßen was taugen. Wir schauen uns diese Kiste jetzt einfach mal an. Zu dem Bild sei gesagt, ob man da jetzt von einem Fake sprechen kann, eher nicht. Man sieht hier so ein leichtes Aorus-Logo, das ist dem Mainboard geschuldet, was hier nicht verbaut ist. Aber ich denke wirklich, das ist ein Beispielbild. Da ist jetzt nichts, was irgendwie leuchtet, was nicht leuchten sollte. Das ist schon okay. Und dann kommen wir auch direkt zum Gehäuse. Das ist ein Aerocool RGB Gaming Tower Shard. Ja, ist halt ein ziemlich günstiges Gehäuse für 36,71 €. Klar, was soll man in diesem Preisbereich auch erwarten? Wir müssen dieses Video auch ein bisschen darauf auslegen, dass es halt wirklich ein sehr günstiges System ist. Und für das Geld ist das schon in Ordnung. Vom Design her seht ihr sehr viel Kunststoff. Klar, ihr habt hier vorne eine RGB-Beleuchtung. Oben von den Anschlussmöglichkeiten, ihr habt hier noch USB 3.0, zweimal USB 2.0 und dann noch Klinkenstecker für Kopfhörer und Mikrofon, Reset-Knopf und halt den Ein- und Ausschalter. Genug Platz habt ihr auf jeden Fall. Grafikkarten, auch neuere Grafikkarten, die ein ganzes Stückchen größer sind, passen da locker rein. Kabelmanagement ist natürlich immer so ein Thema, sollte euch aber nicht interessieren, da der Hersteller das natürlich für euch zusammenbaut und wie er da die Kabel verlegt, ist seine Sache. Bei dem wird auch schon ein Lüfter hinten mitgeliefert, in der Front sind keine, das ist auch so ein Thema für sich, da würde ich euch echt empfehlen, vielleicht noch ein paar Lüfter nachzurüsten, da kommen wir aber am Ende des Videos zu. Und das kostet 36,71 € bei Mindfactory. Als Netzteil haben wir eine Aerocool Aero White 500 Watt 80+. Also 500 Watt reichen natürlich erstmal völlig aus. Ich bin von dem Hersteller an sich nicht so überzeugt. Es gab mal Probleme mit deren Kabeln. Zwar habe ich hier einen Artikel gefunden, der ist von 2016. Es kann sich natürlich jetzt einiges getan haben. Es ist 5 Jahre her. Aber wenn man sich hier so durchscrollt, sieht man hier schon Qualitätsprobleme des Kabelzulieferers von Aerocool. Das habe ich auch schon mal in einem Video gezeigt. Da sind wohl die Temperaturen an einigen Kabeln zu hoch geworden. Und das ist natürlich immer eine gewisse Brandgefahr, beziehungsweise es tut dem System auch nicht gut. Ich weiß, wie gesagt, nicht, ob sie mittlerweile was dran geändert haben. Ich hatte das Netzteil noch nicht bei mir zu Hause. Zu der Thematik, 500 Watt reichen wie gesagt völlig aus. Das System verbraucht so im Schnitt 315 Watt mit Puffer 365. Da seid ihr also good to go. Trotzdem würde ich da auch zu einem Markennetzteil irgendwie greifen, zum Beispiel BeQuiet oder Corsair oder ähnliches, kommen wir aber auch am Ende des Videos zu. Kostet 35 € bei Mindfactory. Als Mainboard haben wir das MSI B450M Pro-VDH Max AMD B450 Chipsatz. Ja gut, es ist natürlich ein MicroATX-Board, es hat keine gekühlten Spannungswandler, zumindest nicht hier oben an der nördlichen Seite, aber 4 RAM-Bänke, hier vorne könnt ihr noch die Grafikkarte einstecken, klar, das macht der Hersteller für euch, den Slot werdet ihr nicht benutzen können, weil der Lüfter der Grafikkarte das verdeckt, hier kommt die M.2 SSD rein, hier unten könnt ihr eventuell noch eine WLAN-Karte anschließen. Von den Anschlüssen her haben wir 7.1, das geht aber nur mit den Frontanschlüssen zusammen, ansonsten haben wir hinten ein Mikrofon, ein Line-Out für die Kopfhörer und halt Line-In, wenn ihr ein externes Mikrofon über ein Mischpult zum Beispiel betreibt oder irgendwas aufnehmen wollt. Netzwerkanschluss 4x USB 3.0, 4x USB 2.0, HDMI, DVI, VGA werdet ihr nicht benutzen, weil der Prozessor keine integrierte Grafikeinheit hat. Und hier haben wir noch einen PL-2-Anschluss, werdet ihr wahrscheinlich auch nicht benutzen. Alles in allem, es ist der B450 Chipsatz, der ist natürlich genau für die Ryzen 3600er Reihe bzw. auch bis 3900 XT ausgelegt. Ryzen 5000 würde auch noch darauf laufen mit einem BIOS-Update. B550 Board wäre natürlich schön gewesen, aber in dem Preissegment wahrscheinlich nicht machbar. Kostet 69,20 € bei Amazon. Als Prozessor haben wir den allseits bekannten AMD Ryzen 5 3600. Ja, muss ich nicht mehr viel zu sagen. Zum Zocken reicht er natürlich aus. Zum Stream, das ist immer so eine Sache. Es kommt darauf an, ob ihr über die Grafikkarte oder den Prozessor rendert. Wenn ihr über die Grafikkarte rendert, sollte das laufen. Er hat eine TDP von 65 Watt. Unterstützt 3200 MHz RAM. 3600er frisst er auch ohne Probleme. Kostet 197,90 € bei Mindfactory. Kostenlos dazu gibt es die AMD-Aktion Far Cry 6 und Resident Evil Village Bundle. Ja, kann ich jetzt nicht viel zu sagen. Ist halt kostenlos dabei, ist ganz geil. Ob das System jetzt so mit Far Cry 6 klarkommt, auf niedrigen Einstellungen bestimmt, sobald ihr die ein bisschen hochdreht, wird es vielleicht schwierig. Ich merke das hier bei mir selber auch. Ich habe den Ryzen 5800 und dazu die 6700 XT. Da kann ich auch nicht alles auf Maximum ballern bei Far Cry. Das funktioniert nicht. Ist halt ein top aktuelles Spiel, wurde jetzt gerade erst released. Aber ist nett, dass es beilegen. Resident Evil Village kostet 43,92 € und Far Cry 6 kostet 49,49 €. Wir wollen einfach mal fair sein und packen das mit in den Warenkorb. Als Arbeitsspeicher haben wir 16 GB DDR4 RAM, PC 3200, 2x 8 GB, Dual Channel, sehr, sehr wichtig. Ihr wisst natürlich wieder nicht, was ihr bekommt. Wenn ihr wirklich das haben wollt, was ihr euch vorgestellt habt, müsst ihr Aufpreis bezahlen. In dem Fall wird es entweder der Corsair Vengeance LPX, G-Skill Aegis oder Kingston Fury.
Wir nehmen jetzt einfach mal den Aegis, die haben vielleicht eine Preisdifferenz von 10 Euro, das macht den Braten jetzt nicht fett. 3200 MHz entspricht natürlich genau der Spezifikation des Prozessors, allerdings ist es so, 3600er wäre schön gewesen, aber nicht in diesem Preissegment. Ich sage es nur, falls ihr euch mal ein System zusammenstellt, nehmt ruhig 3600er. Kostet 57,56 Euro bei Mindfactory. Als Grafikkarte haben wir eine Nvidia GeForce RTX 2060 6 GB. Es ist jetzt natürlich keine 2060 Super, die ist ja noch ein bisschen aktueller. Die 2060 ist ein bisschen älter. Ich habe gehört, dass das wohl eine Neuauflage sein soll, weil im Moment halt die Grafikkarten schwer verfügbar sind. Eine 2060 reicht zum Zocken natürlich dicke aus. Wenn ihr jetzt, sagen wir mal, wirklich diese ganzen FPS-Games spielt, wie Valorant oder von mir aus auch Counter-Strike, Overwatch, da reicht die dicke. AAA-Titel schafft die auch, da müsst ihr natürlich die Grafik ein bisschen runterdrehen. Hat eine TDP von 160 Watt, was auch nicht sonderlich viel ist, aber die Abwärme ist halt da, deswegen sagte ich das am Anfang mit dem Lüftern, die ihr euch vielleicht noch dazu konfigurieren solltet. Zu einem FPS-Test kommen wir später auch noch und die ganze Geschichte kostet gerade 551,08 € bei eBay über Saturn. Hier haben wir jetzt natürlich diese 3D-Mark-Tests mit Fortnite und so, aber wir schauen uns gleich einfach das Video an, weil ich da noch was Wichtiges zu sagen habe. Als Festplatte haben wir eine NVMe M.2 SSD 500 GB Kingston NV1. Ja, die ist auch allseits bekannt, die verbaue ich auch gerne im System, hat eine Lese- und Schreibrate von um die 2 GB die Sekunde. 500 GB reichen erstmal aus, ihr könnt später noch erweitern mit zum Beispiel einer 2,5 Zoll SSD. Das ist jetzt nicht das Problem. Ihr müsst natürlich aufpassen, wenn ihr jetzt Windows und so weiter darauf installiert, dann ist es halt so, dass euch nur noch weniger Speicherplatz zur Verfügung bleibt. Sagen wir jetzt mal Windows, Treiber, Discord und so weiter, dann bleiben euch noch, sagen wir, bummelig 400 GB. Und wenn ihr dann jetzt ARK Survival Evolved und GTA 5 drauf installiert, dann wird es irgendwann schon eng mit dem Speicher. Deswegen lasst euch gesagt sein, vielleicht eine HDD nachrüsten oder eben eine SSD. Kostet 41,46 Euro bei Mindfactory. WLAN hat das ganze System nicht, habe ich ja eben schon angesprochen. Wenn ihr WLAN braucht, nehmt einen USB-WLAN-Stick oder eben eine WLAN-Karte über PCI Express. 7.1 Soundkarte Onboard, klar, das geht nur mit den Frontanschlüssen des Gehäuses. Der Prozessorlüfter, irgendwo mussten sie es wieder rausreißen. Der ist Schmutz, das ist ein Silence A250 PWM-Lüfter. Kurz zur Erinnerung, der Ryzen, der hat eine TDP von 65 Watt. Jetzt haben wir diesen Lüfter, der hat eine TDP von 89 Watt. Das heißt, der wird deutlich Probleme kriegen oder auch sehr laut werden, um eben diese Temperaturen abführen zu können. Ich würde euch wirklich empfehlen, einen anderen Lüfter zu nehmen. Das mit dem Netzteil sei dahingestellt, okay, oder mit dem Gehäuse, aber dieser Lüfter, der geht überhaupt nicht. Der kostet auch sagenhafte 5,20 € bei Mindfactory, also wirklich tauscht den aus. Gehäuselüfter vorne sind nicht vorinstalliert, einer ist hinten vorinstalliert, das ist dem Gehäuse geschuldet. Betriebssystem Windows 10 Pro 64-Bit. Ja, ist jetzt nichts Besonderes, kennt ihr alle schon. Ihr könnt das jetzt entweder bei meinem Partner CDK Deals für 14 Euro kaufen oder ihr kauft es eben hier über Geizhals für 27,89 € bei SK Computer Alsdorf. Office Software ist nicht dabei, Bullguard Internet Security könnt ihr wieder in die Tonne schmeißen. Sollte es vorinstalliert sein, schmeißt es einfach runter. Der Windows Defender, der macht wirklich einen guten Job, weil das hier ist auch nur eine 90-Tage-Version, ab da müsst ihr zahlen. Beziehungsweise dann wird immer wieder Werbung aufpoppen, kaufen Sie die Vollversion, bla bla bla. Schmeißt es einfach runter. Garantie, 36 Monate Garantie und Support, das ist ganz nice. Normalerweise denkt man so an 2 Jahre, jetzt hier sind es 3 Jahre, das ist gut. Davon aber nur 6 Monate vor Ort Pickup und Return. Das heißt, wenn ihr in den ersten 6 Monaten was habt, dann ruft ihr da an, beziehungsweise schreibt eine Mail, dann kriegt ihr ein Rücksendelabel, DHL kommt zu euch und holt das ab, ansonsten müsst ihr das halt zur Post bringen. Immer ein bisschen schwierig, wenn man jetzt kein Auto oder ähnliches hat. Und dann wären wir auch schon beim Endergebnis. Hier haben wir die SSD, hier ist der Prozessor, der RAM, Grafikkarte, das Mainboard, der Lüfter, das Gehäuse, das Netzteil, Windows, dazu Resident Evil und Far Cry 6 und da kommen wir auf den Gesamtpreis von 1.115,41 €, das System soll kosten 879,90 €. Ist also ein sehr guter Preis. Selbst wenn wir jetzt die Spiele abziehen im Wert von 90 Euro circa, seid ihr immer noch sehr, sehr gut dabei. Also ihr seid günstiger als Selbstbau, ist natürlich auch wieder der Grafikkarte geschuldet, die werden sie wahrscheinlich ein bisschen günstiger kriegen. Aber ich zeige euch jetzt mal auch, was ihr vielleicht verändern solltet. Da wäre aus meiner Sicht erstmal das Netzteil. Ich würde zu einem qualitativ hochwertigeren System Power 500 Watt, wenn es 500 Watt sein sollen, greifen. Ich bin eigentlich mehr so Richtung Pure Power, was Gaming-Systeme angeht, aber ihr solltet zumindest das System Power nehmen. Wenn ihr es richtig machen wollt, nehmt hier so ein 600 oder 700 Watt Pure Power. Klar, das sind 68 Euro, aber wir konfigurieren das jetzt einfach mal so rein. Ich nehme mal das 600er. Dann habt ihr hinterher nämlich auch noch ein bisschen Luft, wenn ihr jetzt eine neue Grafikkarte einbauen wollt, die ein bisschen mehr Leistung zieht, zum Beispiel eine 3070 oder so, dann geht das auch noch damit. Das Mainboard könnt ihr erstmal so lassen, wenn ihr da keinen Wert drauf legt. Es sieht halt auch immer ein bisschen fummelig aus. Ihr habt so ein kleines Board in so einem Gehäuse. Immer ein bisschen, ja, müsst ihr mal schauen, was euch da so gefällt. Ihr könnt hier nichts falsch konfigurieren.
Wenn ihr jetzt ein B550-Board nehmt, zum Beispiel für das Asus ROG Strix B550F Gaming, das habe ich schon sehr oft verbaut, das ist ein cooles Board. Das konfiguriere ich jetzt aber nicht rein. Das hat jetzt keine technische Bewandtnis, ihr habt natürlich mehr Erweiterungsmöglichkeiten und so, aber das lassen wir jetzt erstmal weg. Mir geht es jetzt wirklich nur um diese wichtigen Parts. Also bei dem Lüfter, den solltet ihr auf jeden Fall wechseln, da würdet ihr euch zumindest zu einem Purox Slim raten, weil der hat schon eine TDP von 120 Watt. Bei einer TDP des Prozessors von 65 Watt ist das überhaupt kein Problem, den darauf zu montieren. Der wird auch keine Probleme machen und den Prozessor schön kühl halten. Dann würde ich euch auf jeden Fall noch empfehlen, in der Front zwei Lüfter zu installieren, damit der Airflow gegeben ist. Vorne kommt die kalte Luft rein, hinten oben, wo der eine Lüfter ja schon vorhanden ist, wird die warme Luft abgetragen. Wenn ihr Qualität wollt, dann nehmt ihr halt die Pure Wings. Ihr könnt auch irgendeinen günstigen, billigen Lüfter nehmen. Das ist egal. Die sind dann meistens ein bisschen lauter bzw. halten nicht so lange. Aber Hauptsache, ihr habt erstmal den Airflow gegeben. Ein Lüfter an der Rückseite. Das ist für Bürorechner vielleicht noch ausreichend, aber nicht zum Zocken. Wir nehmen jetzt einfach mal die Silence Red Wing PWM. Zwei Stück davon. Der Rest bleibt alles gleich und dann seid ihr bei 975,60 €. Ich würde euch wirklich dann empfehlen, das so zu machen, wie ich es gerade konfiguriert habe. Dann seid ihr immer noch unter 1.000 € und habt eine einigermaßen gute Gaming-Maschine da stehen. Zum Streamen, wie gesagt, rendert ihr über die Grafikkarte, reicht es aus. Wenn ihr über den Prozessor rendert, wird das nicht ausreichen. Kommt natürlich auch auf das Spiel an. Wenn ihr jetzt Among Us streamen wollt, bitte, dann tut das. Aber für AAA-Titel auf jeden Fall nicht oder irgendwelche Titel, die sehr prozessorlastig sind. Jetzt kommen wir noch zu dem angesprochenen FPS-Test und was das Problem der Grafikkarte ist. Die hat ja 6 GB VRAM. Das werdet ihr jetzt noch sehen. In dem Fall haben wir das Video rausgesucht, Ryzen 5 3600 mit einer RTX 2060 in 25 Spielen, Ultra Settings 1080p, also Full HD, Benchmarks. Dann hätten wir hier zum Beispiel Call of Duty Modern Warfare. Da habt ihr jetzt schon eine VRAM-Auslastung von 5648 MB. Ihr habt maximal 6000 bzw. 6000 paar kaputte. Das ist schon knapp an der Grenze. Von den FPS her 85 FPS in Full HD reicht natürlich erstmal völlig aus. Dann hätten wir hier zum Beispiel noch Apex Legends. Auch da wird der VRAM schon voll ausgelastet, aber ihr habt FPS 130, das reicht also erstmal völlig aus. Dann hätten wir hier noch Tomb Raider, da habt ihr 85 FPS. Dann haben wir hier Overwatch, 2,5 GB nimmt das tatsächlich nur ein, hat 163 FPS, reicht auch völlig aus. Battlefield 5 hat 74 FPS, ist aber auch schon wieder relativ hart an der Grenze, was den VRAM angeht. Und Metro Exodus hätte 69 FPS. Und weil es die meisten auch interessiert, Fortnite liegt bei ca. 120 FPS im Durchschnitt. Also alles in allem, sofern es denn lieferbar ist, kann ich dieses System empfehlen, wenn ihr die Änderungen übernehmt mit dem Lüfter und dem Netzteil. Die anderen Feinheiten mit den Frontlüftern im Gehäuse, das ist natürlich euch überlassen. Ich würde es auf jeden Fall so machen, habt da länger was von eurer Hardware und kriegt keine Probleme, dass zum Beispiel durch zu hohe Temperaturen die Leistung irgendwann gedrosselt wird, weil das ist das Erste, was das System macht. Wird es zu warm, drosselt es die Leistung und dann habt ihr FPS-Drops und dann wundern sich wieder alle, warum habe ich FPS-Drops? Also, war nur ein kleiner Tipp von mir. Vielen Dank fürs Zuschauen, lasst ein Däumchen nach oben da, abonniert den Kanal, wenn ihr das noch nicht gemacht habt, das ist für mich immer sehr wichtig. Vielen Dank, auf Wiedersehen und ciao, ciao.